Im Kanton Waadt hat man doch höchstens eine Sitzung. Ah! Du, was macht eigentlich der Löwre? Wir haben ein gutes Jahr in Torunz. Schön hat er Erfolg. Leider hat er von der Post und nicht von der SP. Weil im Gegensatz zum gelben Pack hat das rote Pack massive Zustellprobleme. SP liefert einfach nicht mehr gut ab. Letztes Wochenende war es im Kanton Waadt so weit. Sorry SP, aber im Kanton Waadt verliert man doch keinen Sitz. Dort hat man höchstens einen Sitz. Aber das hat weder mit dem Saufen noch mit dem Röstigraben zu tun. Man spricht immer über Röstigraben seit so lange. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Noch. Nein, schweizweit schreibt die SP rote Zahlen. 39 Sitz hat sie in den letzten 15 kantonalen Wahlen verloren. SP verliert so viel Sitz, sie mutiert langsam zu der längsten Partiereise nach Jerusalem Spiel, die es gibt. Na, der keinen Platz erhält. Oh yeah, SP! SP wird am Wochenende mehr Sitz los als die IKEA. Was also machen? Die Konkurrenz belebt das Geschäft und wir müssen halt besser sein als die Grünen. Besser sein als die Grünen? Wieso grinst denn der so? Ja, schön, dass sich die SP für die Geflüchteten aus aller Welt stark macht. Aber wer kümmert sich um die SP-Geflüchteten? Die Grünen und Grünliberalen? Tatsächlich wechseln immer mehr SP-Wähler innen zu den Grünen über. Oder um es ein bisschen anders zu sagen. Alle 11 Minuten verliert sich ein SP-Fan in jemand Grünes. Die Grünen und Grünliberalen haben nämlich über 80 Sitze vorwärts gemacht. 80 Sitze, damit das die SP auch versteht. Das sind gleich viele wie eine Gassenküche, zwei Notschlafstellen und ein Schlierme Integrationskindergarten zusammen. Deswegen sind nicht nur ihr traurig, liebe SP, sondern auch wir, das ganze linksversiefte SRF. Inklusive dem Oberkommunist Mao Protz. Also da unser 5-Jahres-Plan, damit er wieder auf den grünen Zweig, nein, mit einem blauen Auge, nein, ist ja gleich. He? Erstens, Marie-Antoinette Wehmuth soll sich am Kuchenbuffet ein bisschen zurückhalten. Sind die Aprikosen überhaupt vom Wallis oder sind die irgendwo importiert aus China? Keine Ahnung. Zweitens, ändert das Häufchen eures Logo. Oder versucht es gerade mit ein bisschen mehr Volksnähe. Und drittens, die Grünen haben ihre Greta, also holen endlich Badran zurück. Der ihre Rauchpause dauert eindeutig schon viel zu lang das Mal. Focus, Baby, focus. Viertens, schaut Deville am Sonntagabend, 21.40 Uhr, auf SP1.